Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Bard's Tale 3. Ich war wie angekündigt nach dem letzten Mal noch etwas grinden und das hat sich ganz positiv ausgewirkt, wie wir sehen, schon mal an der Rüstungsklasse und auch an den Hit- und Spellpoints. Wir sind ein paar Level aufgestiegen. Vor allem der Chronomancer hat ein paar Level gemacht. Wir haben auch noch die ein oder andere bessere Ausrüstung bekommen, unter anderem eine Stoneblade. Die habe ich jetzt erstmal mit Martigan gegeben, weil der Kollege ja nur popelige 55% Critical Hit Chance hat. Mit der Stoneblade müsste er mit jedem Schlag zwar nicht Critical schlagen, aber den Gegner versteinern, was im Endeffekt aufs Gleiche rauskommt. Und Fafrit als Monk kann das Ding ja eh nicht benutzen, aber ich werde die Stoneblade erstmal aufheben, wenn mit Martigan sie dann nicht mehr braucht, weil seine Fähigkeit gut genug ist, dann wird hoffentlich auch, wenn wir so weit im Spiel sein, dass Fafrit Geomancer oder Geomancer wird. Nein, Geomancer wahrscheinlich. Geomancer. Ich habe früher mal Geomancer gesagt, also Geology, Geomancer wahrscheinlich. Wenn wir ihn dann zum Geomancer machen, dann kann er die Stoneblade, glaube ich, benutzen und dann geben wir sie Fafrit. Okay, dann haben wir noch Mausling, hat noch, hast du irgendwas dazu gekriegt? Ne, ich glaube nicht. Bei dir war das so, wie es war. Sinn. Ah ja, ich habe Mausling auch ein bisschen mal die Kneipe leer trinken lassen, damit wir mal sehen, wie viel maximale Bardenlieder er spielen kann. Das ist Anzahl der Level, die er hat. Paar Alice Carpets gefunden, die witzigerweise, ich glaube, alle Charaktere tragen können und die Rüstungsklasse um 2 verbessern. Du hast noch ein Dragon Shield und du bist jetzt Level 8, wenn ich das richtig sehe. Ich habe die Leute jetzt auch noch umgestellt. Chrysania steht jetzt vor den Archmages. Ist eigentlich belanglos. Und Grace, ich glaube, du hast noch einen Whishelm gefunden. Leider habe ich keinen weiteren Harmonic Gem gefunden. Aber na gut, werden wir ja noch welche kriegen. Wir wissen ja, dass das nächste Level, die nächste Welt irgendwie, wissen wir das schon? Ich glaube, können ja nochmal mit ihm reden. Hattest du nicht irgendwas, hat er nicht schon irgendwas gesagt? World of Magic oder irgendwie so ein Kram? Ist ja egal. Was wir noch machen wollen, also wie gesagt, aufgestiegen bin ich schon. Was ich vergessen habe, ist Spell Acquiring. Erstmal für Chrysania. Ja. Spell Acquiring. Level 3. Level 4. Mehr können wir noch nicht. Das ist ein bisschen blöd, weil Level 5 gibt es ganz nette Zauber. In Level 4 können wir immerhin schon Luck. Und Far Death und in Level 5 könnten wir dann endlich was gegen Wither, also gegen Old, unternehmen. Da können wir nämlich Youth zaubern. Und Identify. Aber Identify brauchen wir ja nicht. Okay, gut. Dann können die anderen noch was? Nee, ne? Yeah, hath learned all the spells in thy art. Das stimmt. Class Change brauchen wir auch nicht. Ach nee, du musst uns ja noch sagen, wie wir da in die verdammte neue Welt kommen. Jelidia, the land of cold, is entered by Atteringili and the spell to return is Ikul. Okay. To the north is Cold Peak. Your passage to Gelidia is there. Okay, das ist also nicht nur World of Magic, sondern auch World of Cold. Ja? Okay. Hast du die Zauber jetzt gelernt? Gili Ikul, ja. Okay, gut. Dann würde ich sagen, Maus mal darüber. Wo sie hingehört. Und dann machen wir mal los. Wieso laufe ich immer falsch? Hier. Und ein Hobgoblin. Das ist schön. Ja, da freust du dich, ne? Hüpf, hüpf, ja. Gut. Norden. Aha. Hier sieht es schon sehr steinig aus. Du freust dich auch, uns zu sehen. Das ist alles ganz schön. Wir wollen aber mal gucken, wo wir hin wollen.
müssen wir jetzt einfach mal alles abgehen, weil ich... Ah, da war was. Lovingly tunneled into the mountainside, the opening to the old dwarf mine. Nee, zu einer Zwergenmine meine ich nicht. Was ist das hier? Oh, hallo Tempel. Schön. Small Shrine. Okay, dann weiß ich jetzt ungefähr, wo wir sind. Wenn wir jetzt nach Norden gehen, müssten wir eine Viper treffen. Müssten wir, hier müsste irgendwo, hier halfway up Earth Dagger Mountain, winds swirl around and make this place earn its name, Cold Peak. Aha, hier sind wir also, wo wir hinwollen. Okay, dann jetzt also Krysania. Wie hieß der Geli? Ja. To traverse time und alles mögliche, please enter the copy protection, you filthy bastard. Alignment Valor of Vera. Vera, Black Scar. Black Scar. Black Scar haben wir auch. Crystal Palace. Black Scar, Crystal Palace und Acorns. Acorns sind 0, 4, 6, 4, 3. The ground seems well worn here. Das ist schön. Wir sind in Geladia. Ja. So, dann merke, schreibe ich mir jetzt gleich auf, wo das ist, damit wir das nämlich nicht vergessen. Das ist 8. N1 West of Ice Keep. Okay, da werde ich wieder stundenlang suchen müssen wie beim letzten Mal. So. Schau. Oh, da ist ja gleich was. Das ist schön. Frostlings. 12 Frostlings und 4 Frostguards. Ja, ich meine, prügeln werden wir uns hier auch müssen. Wir brauchen ja früher oder später Ausrüstung. Also können wir schon mal Fight Bravely, Frostguards, versteck dich. Mal gucken, was die so machen. Arch? Fafrit, was ist mit dir los? Aua. Okay, die treffen besser als wir. Das ist erschreckend. Oh, ein bisschen schneller hier. Ja, da würde ich sagen, mach mal Nila auf die und du auch. Aber das wird dich wahrscheinlich nicht mehr besonders stören. Frozen, ja, da sind sie natürlich auch resistent gegen. Weil das gibt's in, zumindest in der PC-Version, da gab es Resistenzen von Monstern, also im Eis hier natürlich gegen Eiszauber. Ich weiß nicht, ob das im Original in der Apple II-Version war. Glaube ich nicht. Ich glaube, das war eins der Special Features der PC-Version, also was gut war. So, Matt Martigan, du hast eine verdammte Stoneblade. Der hätte eigentlich gestoned werden müssen. Also funktioniert die immer noch nicht. Das ist ja unbefriedigend. Sekunde mal kurz. Ja, also das ist ja mal mistig. Also dann... Weil, meine, kann natürlich sein, dass die Stoneblade nicht 100% stoned, sondern nur so und so 4%. Aber mal gucken, vielleicht kriegen wir ja irgendwann mal einen Stoning-Attack hier. Haben wir irgendeinen Feuerzauber auf eine Gruppe? Können wir, die werden wir ja wahrscheinlich in dieser Welt häufiger mal brauchen. Electrical Energy? Nee.
Electric. Wir können mal Wiswar ausprobieren. Schockt. Viel mehr Schaden kriegt er da auch nicht dann durch. Feuer müssten wir. Naja. Mal gucken, vielleicht kriegen wir sie irgendwann ja doch mal kaputt. Ja, hartnäckig. Ich meine, dabei lächeln sie doch so überhaupt nicht. Creepy. Critical. Ja, das ist schön, dass du Critical hast, aber du sollst verdammt nochmal versteinern. Ah, fuck you. Okay, na gut, wenn du nicht triffst. Ja, willst irgendwann mal gucken, ob du irgendwann mal versteinerst. Nee. Nee. Ja gut, das ist offensichtlich nicht alles behoben. Zumindest. Es kann natürlich, wie gesagt, ich will nicht ausschließen, dass die Stoneblade keine 100% Stone Chance hat, aber auf jeden Fall so kenne ich das. Also, dass im gesamten Spiel derjenige. Critical, gut. Das einfach nicht funktioniert. Wir werden es spätestens dann sehen, wenn wir das dem Geomancer geben, wenn wir ihn dann haben. Container und Master Key, na wie schön. You're freezing. Das ist aber mistig. Ach, weil jetzt Nacht ist. Aha. Okay. Naja. Also, aber zurück zur funktionslosen Stoneblade. Das ist halt nicht anders, als ich es im Original kannte. Das heißt, wird uns jetzt nicht komplett aus der Bahn werfen. Im allerschlimmsten Fall, wenn mir dieser Critical Hit, diese 55%, die ja aufgrund des Bugs entstanden sind, wenn mir die zu blöd sind, kann ich die ja immer noch weghacken. Aber im Moment geht das ja alles noch. The small hut holds the utter cold at bay, but the wind still whistles through small cracks and the floor is covered with sparkling snowflakes. Ja, können wir uns hier ein bisschen aufwärmen. Seated at a desk, you see the frozen body of a man, perhaps a half elf. The weather has not been kind to him, and he is in effect mummified, so you cannot tell how long he has been here. Despite that confusion about his body's condition, however, the gold wristlets and circlet he wears are styled after the fashion thought over 1,000 years old in your world. On the desk you see beneath a light dusting of Nochmal. On the desk, you see, beneath a light dusting of snow, a book. Its pages are covered with a bold, flowing hand that unfortunately turned into weakened and trembling writing. Ja, während er erfroren ist, vermutlich. Even a brief glance at it leaves you with the impression this was the dead man's diary. Ja, können wir es lesen? Ja, wollen wir. You open the snow-covered diary and begin to read. The battle goes poorly, but that is as I would have predicted it. This time we have no hero like Hawkslayer to bolster our militia. Aha, also Hawkslayer war schon mal hier und hat hier mit dem Militia gekämpft. Aha. The first invasion, as the songs sing, would have succeeded, but for Lanatiers vast magic. Okay, und von Lanatier suchen wir ja. How cool it is then that the invaders would have struck Lanatier down in their first attack. Without hero and god, how can we prevail? Lanatier war euer Gott? Oder? Egal. Later. I agree with my brothers that none of the monsters will penetrate Lanatier's tomb, so his fear and the wand of power are safe until claimed by those capable of piercing our wards.
Okay. It was difficult in creating those wards. Powerful magic created them and only the proper spells can destroy them. Das merken wir uns mal. Powerful magic created and only the proper spells can destroy them. Still, we do have hope that the foul army swarming our verdant plains will not breach the castle and threaten Lanatir's sepulchre, was auch immer. Later. Can it be true that I, Alanda... Notiz. Zettel. Wir sind hier in Gelidia oder so ähnlich. Alandar. Also, can it be true that I, Alandar, alone made it to this remote point? A full dozen, we snuck through enemy lines and were prepared to cast a powerful spell designed to freeze our beloved home and destroy the Dark Ones. To freeze our beloved home. Na, das scheint ja funktioniert zu haben. But that spell required at least four of us to cast safely. Can I do it alone? If so, at what cost? My life means nothing, but will Gelidia be saved? Last entry, weak writing. It is done, and I die in the storm summoned to kill my foes. So cold, so numbly cold. Rest well, Lanatir. Your frozen home is my grave. Okay, ihr habt die... Obwohl, ihr habt ja wahrscheinlich nicht mal die Forces of Evil besiegt, weil die laufen hier, sind ja draußen rumgelaufen. Die haben wir ja schon bekämpft. Also irgendwie hat das... Oder vielleicht waren, sind das hier auch, ist das hier auch eingeborene Fauna. Das kann natürlich auch sein. Aber... Auf jeden Fall hast du dich zu Tode gezaubert und im Ergebnis ist das hier jetzt alles Eiszeit. Toll. There is no more. Indeed not. You are in a small outpost. Okay. Das war ja schon mal sehr hilfreich. Wir könnten einfach mal warten, bis es Tag wird. Wie war das? Weil ich meine, wir frieren ja hier bei jedem Schritt. Wir können auch mal gucken, ob wir das Keep finden. Ist hier nicht... Seven paces north, five pieces west. Da können wir ja mal hingucken. West, dann gehen wir jetzt fünfmal nach Osten. Eins, zwei, drei, vier. Lass mal. Fünf. Jetzt frieren wir übrigens nicht, was ich total sympathisch finde. Warum haben wir eben gefroren? Hier ist das Keep. Oder hier ist zumindest irgendwas. Hier frieren wir wieder. Ah, hier geht der Wind durch. Ne? Es ist ja... Okay, ja, schon verstanden. Wie kommen wir denn hier rein, verdammte Axt? You are at the entryway of a great ice keep. Du bist dahinter. Ja, mein Gott. Nee. So. Okay, was haben wir denn hier? Der ist nearby, das ist schön. The solid ice-laden walls of this massive castle help hold the savage storm outside. Even so, the keep is not warm and the danger of frosty death stays with you even here. Das ist, willst du mir sagen, dass wir hier weiter erfrieren? Polar Bear, Jack Frost, Brüller. Lass mal. Na gut, das sieht mir nicht nach Evil Monsters aus, das sieht mir eher nach tatsächlich natürlicher Fauna aus hier. Was? The Stone Guardian asks the party. Speak your name, Defender, and pass a friend. Aufgeschrieben habe ich hier. Wir sind Alenda. La la la. Oh, okay. Nee. Ort. Spinner ist near something else. Ja, jetzt sind wir, das ist auch eins von diesen, sowas gibt's auch, ich weiß nicht, sowas gibt's glaube ich nur in Bard's Tale. Ein, wie wir sehen, recht großes Level. Also, ne, mittelgroß, was völlig leer ist. Also, da ist nichts von Belang. Das ist total, also, ja, kann man sich prügeln, ja. Aber ansonsten ist das hier völlig leer. Also, gibt keinerlei Hinweis oder sonst was oder irgendwas Nützliches. Also mit anderen Worten würde ich sagen, gehen wir hier einfach wieder runter. Nothing happens. Naja, ist ja auch egal. Wir wollen ja auch gar nicht hin in das Level. Wir wollen jetzt einfach hier mal in diesem schönen Ice Keep mal weiter gucken. Also. Ort. Kalt Mages. Weil Cold Mages war nicht cool genug, ne? Und damit es böser klingt, das ist natürlich deutsches Wort. Das ist aber, funktioniert in englischsprachigen Spielen ja immer, damit es ein bisschen evil klingt, macht man es deutsch.
Nee, lass mal. Wollen wir erstmal gucken hier. Awfully quiet ahead, das ist alles sehr schön. Stuck. Blizzard Demon. Yeti, Ice Weavers. Weavers. Wollen wir. Ja, komm. Fight Bravely. So, Spielverderber, Wärtner. Oh, Gott, Frost Tiger hat eine Breath Attack. Das ist ja fantastisch. Und die sind schneller als wir. Das ist ja richtig lästig. Und wir bringen sie mit Mama nicht mehr um. Okay, wir sehen, warum das Kämpfen im Laufe des Spiels immer nerviger wird. So, aber zwei Mamas reichen ja wohl. Ja, so, gerade so. Ein Ice Reaver, na komm, dich machen wir jetzt matschig hier. So, tschüssi. So, und zur Belohnung kriegen wir War Gloves. Das ist, wäre schön, wenn wir einen Fighter hätten, den wir nicht haben, einen Warrior. Er hat den gefunden, verdammt. Container 6, Master Key brauchen wir nicht. Fafrit kann die nicht nehmen, ne? Nope, und ich glaube, mit Martigan auch nicht. Und ich glaube, Mausling auch nicht. Aber es sind, glaube ich, so ziemlich die besten Handschuhe, die es gibt, deswegen heben wir die mal auf. Und zwar, indem wir sie Fafrit geben, der, hält die mal warm. So. Stuck, ja, kann ich. Ich will weiter. Na, also. Ups. Nochmal. Ich will es jetzt nochmal lesen. Das ist ja hier. Spiel. So. The Crystal Circle is empty. Black Circle is empty. A slab of white marble fit. This slab of white marble fits flush into the floor. A gold plug sits in the center of it and reeks of magic. Weak wind. Light from above falls directly onto the disc from a silver disc in the ceiling. Hier haben wir eine magische Maschine, offensichtlich. Carved into the stone above the gold disc, you see three overlapping circles. One arrow points from each circle toward the castle's towers. Aha, okay, ne, die werden sich hier an den Ecken befinden. Wo in der einen Ecke sind wir reingekommen? Ja, mal gucken. Ach, drei, okay, gibt nur drei. Also in den anderen Ecken. Crystal Circle is empty. Okay, da müssen wir offensichtlich irgendwas reintun und dann wird das Licht da irgendwie rumreflektiert. Lightfoot was onto the disc. Okay, Crystal, Smoky und Black. Ja, jetzt lassen wir hier mal raus. Spiel. So. Okay, das war ja schon mal so hilfreich nicht. Ice Weavers, Lead Mages, Ice Vipers. So, wir brauchen Staff.
Ja, die Stoneblade funktioniert einfach nicht. Das ist, ich meine, kann natürlich sein, dass sie nur bei Warrior funktioniert, aber das macht ja keinen Sinn, wenn sie auch einen Hunter benutzen kann. Also, das werde ich wahrscheinlich nicht mehr erleben, dass in Bard's Tale, in einem Bard's Tale-Spiel die Special Attack Weapons auch Special Attacks machen. Ach, Mann, Mann, Mann. Okay. Okay, das reicht. Nee. Ja, das reicht für die meisten. Den kriegen wir jetzt auch kaputt. Diese. Schneller als wir. Das ist einfach schlimm. Und wir finden. Fucking nothing. Okay, ja, da würde ich sagen, machen wir hier beim nächsten Mal weiter. In unserem schönen Keep. Und ja, mal gucken, ob wir in die Türme kommen, ne? Wenn da die Pfeile hingedeutet haben, sollten wir vielleicht einfach da mal hingucken. Okay, also, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.